Hallihallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema dieser heutigen Episode loslegen, möchte ich euch mal ein neues Werkzeug aus meinem Fundus vorstellen. Eine CSD-Scheibe, das ist irgendwie so kunstharzgebundenes Schleifmittel, was man dann eben in seinen Winkelschleifer einspannen kann, wird hergenommen zum Beispiel zum Entrosten oder Entlacken. Und ich habe mir da eben heute mal gedacht, ich werde heute mal diese CSD-Scheibe, im Fachjargon auch politisch unkorrekt Negerkeks genannt, ausprobieren und mal ein wenig Lack abschleifen von einem hinteren Kotflügel. Es ist kein DAX-Teil, bevor sich jetzt hier jemand beschwert, was ich da wieder für ein Teil quäle. Ich bin also dann mit meinem Winkelschleifer über dieses Teil drüber gegangen und ich muss sagen, der Lackabtrag, der ist sehr spielerisch und sehr leicht gegangen. Und vor allem ist es auch sehr gut abgegangen, bis aufs blanke Blech innerhalb von wenigen Sekunden, wie man dann hier diesem letzten Symbolbild natürlich noch entnehmen kann. Also ein ganz tolles Werkzeug, das in der nächsten Zeit dann wahrscheinlich verstärkt bei mir zum Einsatz kommen wird. Bevor sich jetzt wieder irgendjemand über die nachfolgende Instandsetzung beschwert, möchte ich hier einen kurzen Disclaimer sprechen, der besagt, dass ich weder ein Experte bin, noch ein gelernter Mechaniker, sondern lediglich ein fortgeschrittener Murkser und Bastler. Das bitte ich zu berücksichtigen und seid bitte ein bisschen nachsichtig mit euren fiesen Kommentaren. Der heutige Tag stand dann ganz im Zeichen der Aktion Neue Lenkkopflager für ein Minibike namens Hubert. Jetzt wird sich natürlich der geneigte Zuschauer meiner frauenfeindlichen Sendung denken, Moment, warum fängt er jetzt an mit neuen Lenkkopflagern? Hätte er die neuen Lenkkopflager nicht schon einbauen können, wie er schon die Maschine vor 4 Jahren zusammengebaut hat? Demjenigen sei an dieser Stelle dann gesagt, damals habe ich keine neuen Lenkkopflager reingemacht, weil ich da eben die kompletten 40 Kügelchen, also 20 für oben, 20 für unten, noch alle vollständig beieinander hatte. Vor ein paar Wochen, als ich dann das Lenkerschloss nämlich dann repariert habe oder dann eben die Bohrung aufgeweitet habe fürs Lenkerschloss, da musste ich ja auch das Gabeljoch dann teilweise abrüsten und in dem Zuge habe ich nämlich ein paar Kügelchen verloren. Aufgrund dieser fehlenden Kügelchen erschien mir halt dann die Maschine nicht mehr unbedingt als verkehrssicher und deswegen bin ich dann dazu übergegangen, dass ich da neue Lenkkopflager reinmache, also halt neue Lenkkopflager nur im Sinne von den Kügelchen. Ich bin jetzt hier auf Kügelchen umgestiegen, die in einem Käfig gehalten werden. Das sind also die Lenkkopflager aus den China-Bikes. Die sind zum einen sehr schön einzubauen und haben eben dann den Vorteil, man kann keine von diesen Kügelchen mehr verlieren, was ich als enormen Vorteil dann betrachte. Ja, die ganze Aktion stand dann wirklich im Zeichen des Murkses und es lief mal wieder fast genauso ab, wie ich schon im Vorfeld befürchtet habe, also schlechtes Omen sozusagen. Das Wetter hat exakt so lange gehalten, bis ich die Maschine wirklich absolut nicht mehr rollfähig hatte. Genau zu dem Zeitpunkt, als die Maschine also dann so aufgebockt war und dann eben Vorderrad heraus war und Lenkkopflager und alles zerlegt war, hat es tierisch zum Schütten angefangen. Und ich konnte also so halb im Regen arbeiten. War nicht unbedingt lustig, aber ich habe es irgendwie doch hingekriegt. Und natürlich, wie es der Zufall so will, so wie ich mit meinen ganzen Arbeiten fertig war und die Maschine wieder vor die Türe rollen konnte, man sieht es hier an diesem Foto, war auf einmal wieder strahlender Sonnenschein. Also es ist manchmal wirklich wie verhext. Das Wetter hält immer so lange, solange man nichts Besonderes vorhat. Das ist so ein altes Credo, was ich schon seit bestimmt gefühlt 100 Jahren sage, aber es bewahrheitet sich stets aufs Neue. Ja, den Hubert habe ich also dann wieder soweit zusammengeschraubt. Was mir dann auch noch aufgefallen ist und was es dann dringend zu erneuern galt, das waren die seitlichen Reflektoren. Da waren zum einen eben so Riesenteile dran. Die waren aufgrund ihres Alters schon etwas ausgebleicht von der Sonne. Also die waren nicht mehr orange, die waren so hellgelb. Und da habe ich mir vor kurzem Reflektoren von der Honda Z50A besorgt und habe die dann angepasst. Angepasst deswegen, diese Reflektoren von der Z50A, die haben mal M4 oder M5er Gewinde drauf. Ich habe allerdings an der Gabel M6er Gewinde. Ich habe mir dann da sozusagen einen kleinen Adapter gebastelt, dass ich dann eben diese M4er aufs M6er Gewinde draufschrauben konnte. Das ist mir mal wieder recht gut gelungen, weil eben wie gesagt, ich bin lediglich ein fortgeschrittener Murkser und Bastler. Aber alles in allem möchte ich sagen, diese Arbeit heute, die ist mir mal wieder recht gut von der Hand gegangen. Ich bin wieder einen Schritt näher am Ziel. Das Ziel lautet nämlich, den Hubert irgendwann, eventuell vielleicht sogar noch dieses Jahr, mal endgültig auf die Straße zu bringen, mitsamt Zulassung.
Also diesem Ziel bin ich dann jetzt ganz gewaltig näher gekommen. Und weil ich gerade noch Lust und Laune drauf hatte, habe ich den Lenkerklemmbock noch mit einer Feinpolitur behandelt. Beim letzten Mal, wie ihr mir beim Polieren habt zusehen dürfen, da habe ich zuerst eine Vorpolitur drauf gemacht, das war eine rosane Paste. Heute habe ich eine weiße Polierpaste drauf geschmiert, das ist die Feinpolitur, und habe das dann mit dem Filzpolierkörper dann auf Hochglanz poliert. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao, euer DAX-Tobi.